ganz leicht über USB live laufen lassen kann. Ja, wer redet hier mit Ihnen? Ich bin die Astrid Emde, ich komme aus Bonn, arbeite bei der Ware Group, bin schon langjährig im Open-Source-Bereich tätig und habe da langjährige Projekterfahrung. Ich bin im Foskis-Verein aktiv, helfe bei der Foskis-Konferenz, bei der Organisation und bin auch aktiv in der OSGEO Foundation und im Projekt OSGEO Live. Ich arbeite in Bonn bei der Ware Group und ja. Ja, OSGEO Live Rocks. Jetzt wollen wir uns anschauen, warum ich denke, dass das so ist. Ja, was erwartet uns jetzt hier in dem Vortrag? Ich möchte ein bisschen den Aufbau des Projekts vorstellen. Ich erzähle, wer hinter dem Projekt steht, was und wer steckt hinter OSGEO Live, zeige ein bisschen die Geschichte des Projekts auf und möchte auf jeden Fall zeigen, wo für Force-Interessierte ein Profit sein kann, sich mit OSGEO Live zu beschäftigen. Wir schauen uns dann an, welche Projekte beteiligt sind. Wenn hier jemand ist, der ein Projekt vertritt, was noch nicht vertreten ist, können wir uns anschauen, wie so ein neues Projekt zum Beispiel dort reinkommen kann in OSGEO Live. Und wir schauen uns an, wie jeder Einzelne sich beteiligen kann, falls da Interesse besteht. Und schauen uns an, wo es hingehen soll mit OSGEO Live. Ja, wer diese DVD schon ausgepackt hat und ein DVD-Laufwerk hat und sie vielleicht schon gestartet hat auf seinem Rechner, der hat diesen Desktop gesehen und hat vielleicht schon OSGEO Live kennenlernen können. Wir sehen, OSGEO Live ist nämlich ein Projekt, das man als DVD starten kann. Das ist ein ISO, was wir runterladen können, oder eine virtuelle Maschine, die wir zusammenstellen. Und auf OSGEO Live sind dann sehr viele Projekte, das sind mittlerweile über 50 vertreten, die wir direkt ausprobieren können, sobald wir OSGEO Live starten und die virtuelle Maschine oder die DVD kaufen. Das ist noch ein Screenshot von der Version 5.5, also das sind noch nicht mal alle 50 Projekte, die hier vertreten sind. Es sind sogar in dieser 6.5er Version ein paar mehr, die hier eigentlich noch auftauchen müssen. Ja, es ist kein klassisches Softwareprojekt, sondern wir haben einen Zusammenschluss aus ganz vielen Softwareprojekten, die hier gebündelt werden über OSGEO Live. Wir haben hier über 50 Open Source GIS Softwareprojekte. Wir haben Projekte, die einerseits der OSGEO Foundation zugehören, aber wir haben auch weitere Open Source GIS-Projekte, die sich beworben haben bei OSGEO Live und nachgefragt haben, ob sie nicht hier auf dieses Projekt mit drauf kommen. Wir haben außerdem mehr als 1 Gigabyte an freien Geodaten, die wir nutzen können, wo man selbst einfach mal ein paar Übungen machen kann oder sich die Geodaten anschauen kann und was ausprobieren kann und wir sind weltweit verbreitet und sind nicht profitorientiert. Es gibt eine Webseite, OSGEO Live, auf der findet man eigentlich alle wichtigen Informationen und alle wichtigen Links. Da haben wir hier, sehen wir auch, ganz viele Sprachen, in denen OSGEO Live schon übersetzt sind. Wir haben hier einen Überblick über die verschiedenen Projekte, die integriert sind. Wir haben auch Dokumentation zu OGC-Standards. Wir haben hier den Download-Bereich und haben hier Kontakt, wie man zum Beispiel ins OSGEO Live-Projekt mit einsteigen kann. Das findet man hier im Kontakt. Und dann haben wir noch Sponsoren, die natürlich auch wichtig sind. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Also Dreh- und Angelpunkt für dieses Projekt ist live.osgeo.org. Auch zur Installation und zur Einarbeitung gibt es hier über die Quick Starts ganz wichtige Hinweise und so bekommt man auf jeden Fall rein in das Projekt. Ja, OSGEO Live, wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben eine bootfähige DVD, die als virtuelle Maschine läuft, die kann auch installiert werden, das ist ein großer Vorteil. Wir haben auch ISOs oder virtuelle Maschinen, die wir zum Download stellen und das Ganze basiert auf Xubuntu und in dieser Version, die wir jetzt hier auf der Foskis haben, in der 6.5er Version, haben wir die Version 12.4. Genau, Beispieldatensätze, Geodaten, hatte ich eben schon mal angesprochen, haben wir von OSM und Natural Earth. Und wir haben, von diesen verschiedenen Sprachen, die wir eben gesehen haben, haben wir verschiedene Dokumentationen. Da teilen wir immer ein, einen Überblick, eine Überblicksdokumentation zu jedem Projekt. Das
ist immer vorhanden. Und dann gibt es auch noch so Quick-Start-Dokumente, also so Schnell-Einstiegsdokumente, die wie eine Art Tutorial funktionieren, mit denen man jetzt jede einzelne Software sich ein bisschen anschauen kann und die ersten Schritte quasi zu dieser Software dann lernt. Dann haben wir eine Kategorisierung der Anwendung, da werden wir gleich noch weiter drauf eingehen. Ja, wer steckt jetzt eigentlich hinter OSGEO Live? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir ein Kernteam aus 4 Personen oder 4 oder 5 Personen, die vor allen Dingen die OSGEO Live koordinieren. Da gibt es teilweise auch eine Finanzierung von diesen Personen, sodass sie das nicht einfach aus Lust am Projekt machen, sondern das auch finanziell eine Unterstützung bekommen, und die kümmern sich jeweils um die Release-Zyklen. Wir haben 2 Versionen pro Jahr. Die kümmern sich darum, dass genau die Projekte so einen kleinen Knuff bekommen und auch zum Release alle neuen Daten oder neuen Versionen zur Verfügung stehen haben. Die kümmern sich, stoßen quasi diesen Release-Zyklus an, sorgen für die Hardware und machen auch die ganze Dokumentation und Presse und sind da sehr aktiv. Dann gibt es noch eine große Community, die ist weltweit verteilt, genau wie diese Projekte weltweit verteilt sind. Und da sind mehr als 140 Beteiligte, die sich darum kümmern, dass die Installationsskripte für die einzelnen Softwareprojekte dann aktuell sind, dass die Dokumentation und Übersetzung aktuell gehalten werden und dass ja, zu jeder Version das Ganze aktuell ist. Und dann gibt es natürlich noch tausende Leute aus den einzelnen Softwareprojekten selber. Also wir haben eben gesehen, 50 Projekte sind beteiligt. Da steckt jeweils dann wieder Entwickler dort hinter, die für die Software zuständig sind, sodass wir ja ein Projekt haben, wo mehrere tausend Leute beteiligt sind. Die Kommunikation in OSGEO Live erfolgt über die Mailingliste oder über das IRC. Wir haben jetzt vor so einem Release immer jede Woche einen ISC-Chat, der ist morgen Abend, und da werden dann die neuesten Themen dann diskutiert, und dann kann man sich auch einklinken und auch ja, vielleicht Fragen stellen oder etwas mit reinbringen. Also das wäre morgen Abend, am Donnerstag, der nächste Chat. Ja, schauen wir uns mal an, wer da beteiligt ist. Ich hatte ja eben schon angesprochen, dass es 4 Leute gibt, die da sehr aktiv sind. Der aktivste, der das Ganze am meisten also koordiniert oder da den Hut auf hat, das ist der Cameron Shorter aus Australien. Der hat auch da schon die erste Version ins Laufen gebracht. Und dann gibt es noch, auch aus Neuseeland, der Hamish Browman, der ist auch sehr aktiv. Dann der Alex Mandel aus den USA. Und Brian Hanlon und aus Griechenland, der Angelos Sotsos, keine Ahnung, ja, wie es auch griechisch ausgesprochen wird. Die kümmern sich um die Hardware, um die Releases und ja, sind so die Klammer um das ganze Projekt. Dann gibt es natürlich ganz viele Übersetzer, das sind jetzt auch mittlerweile viel mehr geworden. Wir haben eben diese ganzen Sprachen gesehen, und da gibt es hier aus dem deutschsprachigen Bereich eine kleine Gruppe, da rufen wir auch bei jedem Release wieder dazu auf, ja, dass die Dokumentation wieder ansteht und dass wir da aktiv werden müssen und weitere Projekte übersetzen müssen. Natürlich gibt es auch Sponsoren, die das Ganze unterstützen. Wir haben einerseits die OSGEO, die mit ja, dem SVN zum Beispiel dazu beiträgt, das Projekt zu fördern, mit der Mailingliste. Wir haben Lizardsoft, da arbeitet der Cameron Shorter, die unterstützen dadurch Arbeitszeit und Hardware. Dann auch das Australian Government unterstützt durch Hardware. Hier eine Universität in Amerika, University of California, die stellen auch Hardware bereit. Und die Universität von Athen, da fehlt leider gerade das Logo, die stellen auch Hardware bereit. Und da hat man zum Beispiel jeden Tag so ein Nike-Bild, das zur Verfügung steht. Dann Libreries und Ubuntu-Gates sind beteiligt, sodass wir da auch einige Sponsoren in dem Projekt haben. Wir haben natürlich einen Vorteil als FOSS-Interessierte, warum wir uns OSGEO Live anschauen könnten. Ein Vorteil ist, dass wir eine hohe Aktualität haben. Wir haben 2-mal im Jahr kommt ein Release raus. Für uns ist das ganz passend hier in Deutschland, weil wir immer zu FOSGIS einen neuen Release haben und zur Intergeo den nächsten. Das heißt, wir können es immer ganz gut hier einsetzen. Wenn ich jetzt FOSS interessiert bin, habe ich 2-mal im Jahr die Möglichkeit, mir das ISO runterzuladen und einfach die neuesten Versionen in Kombination auszuprobieren
und zu testen. Natürlich kann ich auch jede Software einzeln runterladen, aber so habe ich das Ganze einfach in einem Blog. Die Software wird jetzt nicht nur einfach darauf gespielt in das Projekt, sondern die wird auch getestet und auch die Übungen, diese Quick-Start-Dokumente werden getestet. Da wird vor dem Release zu aufgerufen, dass alle das mal ausprobieren und gucken, ob die Übungen auch funktionieren. Das heißt, wir haben da auch noch eine getestete Version, die wir dann nutzen. Ja, ich als Force-Interessierter kann einfach ganz viele Programme einfach mal benutzen, ohne die auf meinem Rechner installieren zu müssen. Ich kann, wenn ich jetzt Schulungen oder Workshops anbiete, OSGEO Live nutzen in Workshops. Wir machen das zum Beispiel bei der Workbook so und auch hier auf der Force nutzen wir die OSGEO Live in Workshops. Und ja, ich kann die so nutzen oder wenn ich noch eine Erweiterung möchte, dann kann ich die auch erweitern. Es gibt beim OSGEO Live-Projekt so einen Download-Bereich, da kann ich mir meine Pakete hinlegen und könnte jetzt die OSGEO Live auch noch erweitern und für meinen Workshop entsprechend die benötigte Software noch draufspielen. Ja, dann kann ich mit den Beispieldaten umhantieren. Ich brauche nicht eigene Daten, sondern kann direkt hier mit unseren Daten das Ganze austesten. Viele Pakete, die auf OSG Live vorhanden sind, die sind schon im Debian GIS Repository enthalten. Und da ist auch eine gute Zusammenarbeit zwischen OSG Live und den Debian GIS Leuten. Die wollen jetzt auch für die nächste Version schauen, dass so viele wie möglich der Projekte auch auf Debian GIS aktueller vorhanden sind. Und von dort aus direkt auf die Version, auf die neue Version gespielt werden können. Und ich als Force-Interessierte kann natürlich das Ganze nutzen, ohne irgendwelche Lizenzkosten anfallen zu haben. Jetzt schauen wir uns kurz die Geschichte des Projektes an. 2007 entstand das Projekt oder die Idee zu dem Projekt auf der Force4G. Ja, da entstand die Idee, Arnulf, du warst da 2007 auf der Force4G, wo war die nochmal? Victoria. Und da entstand diese Idee, so eine DVD mit OSGEO-Software ins Leben zu rufen. 2009 wurde das Ganze dann realisiert mit der Version 2.0 auf der Force4G. Da wird die DVD unter dem Namen Amagong aufgesetzt und zwar damals mit 21 Projekten. Jetzt heute sind wir bei 50. 2010 dann die Version 3.0 mit 34 Projekten auf der FEG, in International Survivors Conference, kam zum Einsatz. 2010, im September, kam dann die Version 4.0 raus. Die haben wir in Barcelona auf der Force4G genutzt. Da wurde sie an mehr als 800 Teilnehmer verteilt und wurde in den Workshops verwendet und tauchte das erste Mal unter dem Namen OSGEO Live auf. Hier mit 34 Projekten war diese Version dann vertreten. Auch hier gab es schon eine englische Dokumentation zu den Projekten und zu den OGC-Standards. Ja, und auch 2010 kam die Version das erste Mal in Deutschland auf der InterGeo in Köln auf die Bildfläche und wurde damit 500 DVDs auf der InterGeo verteilt. 2011, also nach 2010 haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir auf der Force und auf der InterGeo die DVDs verteilt haben. Jetzt zukünftig muss man natürlich mal schauen, ob das noch Sinn macht. Also es gibt immer weniger DVD-Laufwerk, es ist immer mehr Plastikmüll, die man vielleicht dann so verteilt, weil die gar nicht starten. Diese Force haben wir uns auch überlegt, wir verteilen die nochmal, aber vielleicht machen wir das demnächst mal anders, ob das Kicks oder Download-Teilung oder sowas. Ja, aber in Heidelberg 2011 kam die DVD zum Einsatz und dann 2011 auch in Denver auf der Force4G und immer kamen neue Projekte hinzu und neue Übersetzungen wurden eingebracht in das Projekt. Das ist immer mehr gewachsen und auch die Leute, die sich beteiligt haben, das ist so, dass immer mehr Leute hinzugekommen sind. Ja, 2012 haben wir auf der FOSGIS in Dessau die 5.5 im Einsatz. Die ging dann auch zur AGIT und zum Linux-Tag. Und auf der InterGeo haben wir die 6.0er-Version erfolgreich verteilt. Also ich glaube, viele kennen OSGEO Live mittlerweile. Auch in den Workshops, die ich so mache, kriege ich das oft als Feedback. Ah ja, OSGEO Live habe ich schon mal ausprobiert. Vielleicht mal eine Frage in die Runde hier. Wer kennt schon OSGEO Live und hat schon damit gearbeitet? Okay, ja, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte, aber also ich hatte jetzt eigentlich mehr.
Ja, hier möchte ich nochmal zeigen, wo OSGO Live im letzten Jahr, also 2012, im Einsatz war. Das sind jetzt zwei Folien. Da sieht man, das sind 40 Veranstaltungen, die jetzt im Wiki, also das OSGO Live-Projekt hat eine Wiki-Seite bei der OSGO. Da wird alles Mögliche dokumentiert und da kann man auch eintragen, wo die OSGO Live zum Beispiel genutzt wurde. Wir sehen hier Intergeo. Die AG zum Beispiel, sehen wir hier oben, auf der Phosphis wurde sie verwendet, aber wir sehen hier auch, dass sie zum Beispiel auf der Phosphogy in Indien oder in Korea eingesetzt wurde, in Minnesota. Also wenn man die Liste durchgeht, sieht man weltweit die im Einsatz. Durch diese ganzen Übersetzungen, die es gibt, ist es wirklich ein Projekt, was weltweit jetzt hier verbreitet wird. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was auf der DVD enthalten ist. Was kann ich denn austesten, wenn ich OSGO Live starte und mir mal anschaue? Hier gibt es die verschiedenen Kategorien, in die die einzelne Software, die Software dann einsortiert wird. Und wir gehen jetzt einfach durch und, oh, da ist eine weggesprungen, das Open Jump. Das passt zum Projekt, das springt auf der Leiter. Ja, wir haben hier Desktop-GIS, eine ganze Reihe an Desktop-GIS, die man testen kann. Ich möchte die jetzt gar nicht aufrufen. Es gibt so einen Film von Cameron Shorter, da stellt er die ganzen, damals waren es glaube ich noch 40 Projekte vor, aber das dauert hier zu lange, da haben wir gar nicht so viel Zeit. Aber wir haben Desktop-GIS, wir haben verschiedene Browser-Clients, die man nutzen kann. Und oft ist es auch so gemacht, dass diese Software in den Quickstarts auch entsprechend dann auf die anderen Softwareprojekte eingeht, ne? Sodass quasi der Webbender vielleicht ein Mapserver-Projekt nutzt, was auf der DVD drauf ist, oder sodass es so ein bisschen alle vernetzt wird. Dann haben wir Web-Services, da kennen viele sicherlich den Map-Server oder den QGIS-Server, Geo-Server. Wir haben Datenbanken, PostGIS mit PostgreSQL, SpatialWrite, und so weiter. Wir haben Navigation und Karten. Da haben wir zum Beispiel OSM-Projekte, also Viking steht jetzt hier für verschiedene OSM-Projekte, die enthalten sind. Wir haben GIS-Werkzeuge. Wir haben Daten, Natural Earth-Daten, also Raster-Daten, OpenStreetMap-Daten und von North Carolina haben wir Daten auf der DVD. Wir haben GIS-Bibliotheken, wie zum Beispiel GEDA, was von vielen Projekten verwendet wird. Wir haben spezielle GIS-Software. Ja, das war schon. Also 50 Projekte, die hier in dieser Version vertreten sind. Ach, dann, ja. Eine Doppelfrage. Woher 50 Projekte und woher diese 50 und kein anderer? Ach so, es ist so, dass, da komme ich jetzt aber auch gleich bei der nächsten Version drauf. Man kann sich quasi bewerben. Es gibt ja zweimal im Jahr so einen Release. Und wenn ich jetzt ein Open-Source-Projekt habe und möchte gerne, dass das auf die DVD kommt, dann kann ich an die Mailingliste schreiben und kann sagen, hier, ich habe das Projekt XY, das wäre doch super, wenn das draufkommt. Da muss ich das ein bisschen beschreiben. Da gibt es auch im Wiki so einen Prozess, wie ich mich da bewerben kann. Und wir sehen jetzt hier bei der nächsten Version, das kommt jetzt auf der nächsten Folie, da haben wir jetzt hier neue Software, die diskutiert wird für die 7er Version. Da haben wir Leaflet, GeoNode, GeoKit und NCWMS. Von NCWMS kam gestern zum Beispiel eine Mail rein in die Mailingliste und da wird jetzt diskutiert, ja, ob das Sinn macht, das Ganze zu integrieren jetzt in die nächste Version. Wird das auch so ein bisschen geprüft, ob das so halbwegs dem DBA-Standard entspricht und ob es überhaupt Open Source-mäßig, also so ein bisschen Code und Test, also ob das jetzt so. Sag mal, Inkubationsprozess, Labs und mal yeah. Die Trailer. Genau, also OSGO, da gibt es diesen Inkubationsprozess, den haben ja nicht alle durchlaufen, der Projekte, aber es wird schon ein bisschen geprüft. Gibt es Labs, ein bisschen weniger und dann gibt es Live, das ist so die allgemeinste. Ah, aber das okay. Ist auf jeden Fall auf uns raus. Ja. Also aber es ja, kann ja auch sein, dass es gar nicht funktioniert, ja. Oder so. Es wird über die OSGO Live-Liste und über OSGO Discuss zum Teil diskutiert. Und wenn jetzt jemand da einen Einwand hat, dann ist es natürlich auch prüfen. Genau, es gab zu der neuen Version, zu der 7.0, da gab es jetzt einen Press-Release, den habe ich hier auch mal verlinkt.
Und da wurde quasi zu aufgerufen, dass die 7er Version jetzt bald kommt, dass man sich da bewerben kann und wie da der Zeitplan ist. Den habe ich auch mal hier mit reingebracht. Die 7er Version, die kommt zur Phosphor-G pünktlich raus. Die ist dieses Jahr in Nottingham in den UK und ja, im September soll die OSQ Live dort auch in Workshops verwendet werden. Das heißt, das war auf jeden Fall ein wichtiger Termin. Und hier unten sehen wir mal die Daten. Also im Juni soll die Installation für alle Projekte vorhanden sein, sowohl für die, die schon drauf sind auf der, in dem Projekt, als auch für die neuen Projekte. Das heißt für mich, wenn ich jetzt ein Projekt beitrage, also ich mache zum Beispiel das Bender-Projekt, trage ich bei, dann muss ich ein Shell-Skript zum Beispiel bereitstellen, über das die ganze Installation erfolgen kann. Zu jedem Projekt gibt es ein Shell-Skript und das wird dann quasi zum Installieren der Software verwendet. Dann haben wir den Feature-Freeze am 15. Juli. Danach beginnt das Testen, also da werden alle aufgerufen zu testen, die Dokumentation wird erstellt und dann im August, am 26. August, wird dann das ISO bereitgestellt. Da gibt es immer so einen straffen Zeitplan, der steht auch schon vorher fest und nach diesem Zeitplan wird sich auch eigentlich gerichtet. Also da sind die schon sehr, sehr ambitioniert. Gut, genau, was kommt noch mit der 7er Version? Da gibt es die Umstellung auf Xubuntu 12.04.2. Dann sollen in Ubuntu GIS oder Debian GIS die aktuellen Pakete bereitgestellt werden. Und es ist so, dass jetzt ein Google Summer of Code Student da mitarbeitet beim Debian oder Ubuntu GIS Projekt und dafür sorgt, dass die Java-Anwendungen mit OpenJDK laufen und nicht mit Sun Java. Und dann wird auch noch ein großes Projekt sein, dass GeoServer nur einmal installiert wird. Das heißt, also genau, das OSGeo Live-Projekt hat auch das Problem, so viele Projekte, die brauchen alle ein bisschen Speicherplatz und das wird langsam eng. Sodass auch geguckt werden muss, dass nicht zum Beispiel mehrere GeoServer-Versionen da vorhanden sind, dass nicht hätte Datenpakete da draufgeladen werden und ja, das Ganze auch noch zu. Ja, dann wird diese neue Software diskutiert und ein Service vom Angelos ist, dass jede Nacht oder täglich so ein Nightly Build zur Verfügung steht, sodass man die direkt runterladen und testen kann. Gut, jetzt muss ich mich beeilen. Also, jetzt komme ich nochmal in die Runde. Ja, ich will ja mitmachen, Mensch, das ist ja super an. Jetzt kommt nämlich das, wie wir uns beteiligen können. Also, da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt hier für die Deutschsprachigen, auch ganz interessant zu fragen, wie kann ich mich beteiligen? Wir haben Quickstart-Dokumente und so Einstiegsdokumente zu jeder Software, die muss natürlich übersetzt werden, aus dem Englischen ins Deutsche. Für uns jetzt, beziehungsweise ich könnte auch eine neue Sprache vielleicht hinzufügen, an die Schweizer, die jetzt hier sind, wäre es die Frage, ob sie Schweizerdeutsch vielleicht noch beitragen möchten, aber genau für alle, die Deutsch sprechen, da ist es so, wir haben so einen Statusbericht, den kann man sich täglich oder minütlich aktuell geben lassen. Da haben wir jetzt 56% ins Deutsche übersetzt, nee, 65% ins Deutsche übersetzt, 81% der Dokumente sind ins Deutsche übersetzt, davon sind aber nur 65% aktuell, das wird immer mit dem SVN und den Commits quasi abgeglichen. Das heißt, da sehen wir, da ist noch ein bisschen Handlungsbedarf oder da kommt immer mal wieder was bei uns rein, sodass da Übersetzer auf jeden Fall durchkommen. Genau, weil wir wollen ja gerne auch im deutschsprachigen Bereich die Übersetzung zu 100% anbieten, sodass man jetzt zum Beispiel als Dienstleister sagen, wirklich sehr gut auf diese Dokumente verweisen kann oder die in Workshops verwenden kann. Ja, wie kann ich mich noch beteiligen? Es gibt viele Aufgaben. Was ich machen kann, ich kann mein Feedback geben. Ich kann testen und kann Lob, Feedback, Bugs an die Mailingliste oder an den Track weitergeben. Ich kann genau die neue Version testen, wenn die bereitsteht und da sagen zum Beispiel hier, das eine oder andere Projekt startet nicht, der Quickstart ist nicht aktuell oder kann dort Feedback geben. Ich kann bei der Paketerstellung, Dokumentation oder Übersetzung helfen oder kann auch im IRC bei diesen wöchentlichen Meetings mitdiskutieren. Das kommt gleich, ich habe am Schluss eine Folie, da ist das, steht es drauf. Ja, dann kann ich natürlich auch auf meinen Konferenzen oder meinen Akquiseveranstaltungen oder an meiner Uni oder wie auch immer, kann ich die DVDs verbreiten oder auf den Downloadbereich hinweisen.
Ich kann die DVD in Veranstaltungen verteilen und ich kann natürlich auch das Projekt sponsern, wie auch immer, durch finanzielle Beiträge oder auch durch meine Arbeitskraft oder Hardware, die ich bereitstelle. Oder zum Beispiel durch das Zahlen der nächsten DVD, die ich erstelle. Hier sind nochmal die wichtigsten Links. Live-OSGO.org, das ist quasi diese Seite, die ich eben gezeigt habe, mit der ganzen Dokumentation, dem Download-Bereich, den wichtigsten Infos. Dann intern für die Beteiligten, die mitmachen, gibt es im OSGO-Wiki eine Seite, Live-Disk. Da gibt es zu allen Punkten, die ich vorgestellt habe, Informationen. Die Mailingliste ist hier verlinkt, der IC-Channel taucht hier auf. Und ja, wer sich den Film von Cameron Porter angucken möchte mit den ganzen Vorstellung der einzelnen Softwareprojekte, der auch mitmachen. Ja, es ist ein tolles Projekt, es macht Spaß, da mitzumachen. Man sieht auch, es macht auch Spaß zu sehen, wie das Ganze sich wächst von Jahr zu Jahr und immer mehr Projekte hinzukommen und ja auch die OSGO Live immer mehr Veranstaltungen zur Sprache kommt. Und deshalb nochmal danke an das OSGO Live Team und alle, die dort mitmachen und viel Spaß mit der DVD, mit der Version 6.5. Ja, und viel Spaß noch auf dem Vorsitz.